Hallo, liebe Interneter und hallo Daddelfranke und willkommen zurück Hallo. bei Minecraft. Meine Kraft. Deine Kraft. Der neue Song von Rammstein, nachdem es jetzt lange ruhig um sie war. Dein Kraft. So, wir sind heute wieder dran, ein bisschen unser Gebiet hier schöner zu machen. Ich laufe hier rum, verteile Fackeln und du sagst schöner. Ja, wir wollen alles niederbrennen eigentlich. Oh, ein Bogenschütze, den schnapp ich mir. Hol ihn dir, Tiger. Dann sollten wir vielleicht gleich nochmal pennen gehen, damit wir in Ruhe arbeiten können. So, zack. Epic Fight. Ich nehme auch mal ein paar Setzlinge. So. Sind wir noch welche? Nee. Habe ihn Drei. getötet. Brav ist er. Aber ich sollte essen. Ja, Mahlzeit. Doppel-W war das, genau. Ich möchte immer mit Steuerung, möchte ich lossprinten. Oh, da hat er Treppen gebaut. Ja. Also ich gehe mal ins Bett. Ich bin da auch im Bett gleich, oder? Träum war schön, ey. Du auch. Danke. Ey, wie der mir halt noch den Text schreibt vom Zweitserver, verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber ja. Nee, auf dem Server laufen zwei Minecraft-Server mittlerweile zum Testen. Okay. Ich habe gerade eben umgeloggt vor der Folge. Und Whatever, ja. hab mir da schnell Birkenholzbretter und alles Mögliche schnell gegeben. Ja. Und der übernimmt den Verdammt. Text. I don't know. Yippie. Hey, Bäume da hinten wachsen schon. Unser Haus ist wunderschön. Absolut. So, ich gehe mal wieder ein paar Steine klopfen, damit wir das hier weiter aushübschen können. Können wir die Schafe noch ein bisschen füttern? Geht das? Jawohl. Inzucht. Inzucht. Ist doch gut. Wunderschön. Und die Kuh ist immer noch alleine. Scharf, geh mal weg da so. Hier wollten wir noch einen Durchgang reinzwirbeln. Warte mal. Damit wir Schafe und Hähnchen trennen können. Ja, dann zwirbel mal. Kommt her, ihr kleinen Süßen. Jetzt drücken die natürlich das Hähnchen mit raus. Hähni Hahn, bleib in deinem Stall. Kommt. Ihr blöden Viecher. Jawohl, der Erste kommt. Doch nicht. Hallo. Alter. So, ich bin jetzt zumindest schon mal ich habe schon fast geschafft, das alles hier zu begradigen. Super. Ja, ich brauche eine neue Steinhacke. Steinschaufel. Gleich. Kommt, ihr blöden Viechers. Warte mal. Jetzt sollte es euch einfacher fallen, Steinschaufel. ne? Jawohl, jawohl. Dankeschön. So, jetzt müssen wir nur wieder das Hähnchen rüberkriegen und das machen wir mit Samen. Juhu, die Steinschaufel ist kaputt. Komm. Komm. Wie kriege ich jetzt da eigentlich das Eisenzeug raus? Wie meinen? Ich schmeiß die Eisen. In den Ofen mit Kohle? Ah. Ach, siehst du, ich habe ja auch noch Eisen. Zack. Und dann kriegst du quasi die Zack. Eisenblocken. Blocken, Blocks, Blöcke, Blöcke. Und dann? Richtiges Wort. Und dann verwurschtelst du das mit Holz. Mit Sticks. Genau. Und so, als würdest du halt normal mit Stein machen, machst du es dann mit Eisen. Aha. Das heißt, um eine Schaufel. Ah, schon habe ich eine Schaufel. Aha. Magic. Da, da, da. Ha. Den Keller sollten wir vielleicht auch mal irgendwann hübscher machen. Ja, das ist ja eigentlich der Buddelkeller. Das ist der Buddelkeller, aber sowas von. Ich sag mal, das ist ja nichts anderes als eine Werkstatt da drüben. Ich möchte mir jetzt hier meinen Aufenthaltsraum bauen. Ja, warte mal, bis mein Schloss fertig ist. Schloss Einstein.
Ja, aus einem Stein, ne? Stellt er einen Stein mitten in die Platte und sagt, fertig! Ah, Sand ist immer gut. Oh, shit! Ich hab den Keller geflutet, ich hoffe, das ist nicht schlimm. Dir ist klar, dass das jetzt in die Höhle läuft, ne? So, alles wieder gut. Hat keiner gesehen. Hoffentlich. Wer kann denn auch damit rechnen, dass unter der Höhle, also über der Höhle, Wasser ist? Mann. Was fällt der Höhle eigentlich ein? Na, schrecklich. Ja, feuchter Keller, ne? Müssen wir viel Geld bezahlen für Mauertrockenlegung und so. Ja. Ah, shit. Ich möchte mir jetzt auf jeden Fall da so einen kleinen See bauen dann, da wo jetzt Sand ist. Du hast sehr ambitionierte Pläne, das muss man mal so sagen. Ja, ich sag mal, was ich am liebsten in Minecraft mache, ist bauen. Buddeln und bauen. Könnte ich ja irgendwie stundenlang machen. Das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck der Sache bei Minecraft, oder? Quetsch bei Formel 1. Wer? Ah, nix Diges, kleiner Dreher. Na toll, ist ja kein Crash. So, reicht die Grundfläche jetzt? So, jetzt haben wir mal das. Guck mir mal gleich dein Gebastel da an. Irgendwie nicht. Weiß nicht, ich bin noch nicht zufrieden. Ich möchte ein Haus hinbauen und keinen Schub. Ah, da muss doch viel größer, muss das noch. Ach nein, echt? Ja. Ich glaube, ich baue mir jetzt gleich mal 3 oder 4 Schaufeln. Am besten Diamant oder so. Ja, wenn du Diamant hast. Nein, natürlich nicht. Ich baue mir jetzt 15 Schaufeln. Ja, die Schaufeln gehen irgendwie voll schnell kaputt. Wenn man überlegt, dass sie eigentlich nur für Erde da sind. So. 1, 2, 3. Okay, meine ist auch schon wieder hin. 4, 5, 6. So. Das muss jetzt erstmal reichen. Zumindest so, damit ich mit der Grundfläche dann zufrieden bin. So. Hoffentlich. Aber andererseits, wenn das Haus so riesig ist, dann schaffe ich es wieder nicht, das einzurichten. Das stimmt auch wiederum, ja. Dann schaut das alles wieder so tot aus, irgendwie. Ich weiß das noch, auf meinem ersten Minecraft-Server, da habe ich so ein riesiges Haus gebaut. Also wirklich, das war wirklich mega. Und habe dann, keine Ahnung, über 4 Stockwerke in den Brunnen durch das Haus gebaut. Ja, das war's dann auch mit der Dekoration. Da hing kein Bild an der Wand, gar nichts. So. Aber was ich irgendwie immer brauche in Minecraft, ich weiß, es bringt irgendwie nichts, aber es ist ein Schwimmbecken. Ich weiß nicht. Finde ich gut. Das ist irgendwie immer so, keine Ahnung. Oh, jetzt bin ich auf Sandstein gestoßen. Und vor allem auf Stein. Ich mach die hässliche Hütte auch mal ein bisschen hübscher. Welche hässliche Hütte? Also ich kenne keine hässliche Hütte. Für mich sind die alle schön. Sieht doch alle super aus. So, hatten wir noch irgendwo Pflasterstein? Nee. Pflasterstein. Guck mal bei mir in meinem Raum. Ja. Da ist eine Truhe. Da kannst du dich bedienen. Das ist genügend. Das ist gut. Das ist gut. So, dann machen wir uns mal noch eine Schaufel. Da müsste genügend von allem sein. Also alles, was man so zum Leben braucht. Zack. Zack. Ah, jetzt weiß ich, dass ich keinen Sand sammeln kann. Ich habe schon wieder volle Taschen. Das geht leider rucki zucki, ne? Ja. Haben wir noch irgendeine Truhe, wo noch Platz ist? Bei mir ist noch was, ja. Wenn nicht, bauen wir schon eine. Noch eine. Muss mal die Erde loswerden. Die Erde muss er loswerden. Sei so gut, bau doch mal bitte draußen, mitten in meine Grundfläche. Mitten rein am besten. 2 Truhen rein. Ja, warte eine Sekunde. Das wäre mal voll Knorke. Dann kann ich nämlich den Sand nämlich auch noch weiterverwenden.
Ich sag mal, Sand ist eh nie schlecht. Baut man ja Glas draus und so. Und außerdem ergibt der manchmal einen ganz schönen Boden. Tütülü. Eine Sekunde bitte. Joa, mach dir keinen Stress. Eh nicht, doch, eh nicht. Was? So. Ich weiß noch nicht. So, mal gucken. Kann man da Fackeln aufsetzen jetzt oder schweben die dann in der Luft? Nee, geht nicht. Aber da können wir welche reinsetzen. So. Also Fackeln habe ich auch noch genügend einstecken. Gut, dann baue ich dir jetzt mal zwei Truhen. Ja, und bring mir mal noch 3 Stacks Birkenholzbretter mit, bitte. Bitte, was? Sind die bei dir noch in der Dings, oder? Ja. Okay. Hast du die etwa da reingezogen, so aus dem Creative-Mode? Weil ich habe dich gar nicht Holz hacken sehen. Ich weiß, ich hab vorgebuddelt. Ich habe auch, weil du ja vor mir angefangen hast und ich habe aber schon gestern mal gespielt und ich bin nur auf Sammeln gegangen. Das glaube ich dir jetzt mal so. Die habe ich versteckt. Gut. Ich muss nur gerade ein bisschen Platz machen, bin aber gleich da. Immer diese Probleme. Ups. So, zack. Wie viele wolltest du? 3 Stacks, bitte. 3 Stacks, alles klar. Sag mal, ist bei dir irgendwie Sturm, weil alles hinter dir pfeift irgendwie? Ja, ja, das ist Sturm. The day after tomorrow? Okay, in Österreich geht's los. Schön, ich komme nicht aus deiner Wohnung raus. Du musst auf diese Druckplatte ja, drauflaufen. Ich weiß, ja, aber irgendwie hat er gerade voll geleckt. So, jetzt bin ich mit der Grundfläche zufrieden. So, dann baue ich dir mal da 2 hin. Voll gut. Jetzt muss ich die Grundfläche doch noch breiter machen. So, bitteschön. Dankeschön. Sollten wir mal uns ins Bett legen vielleicht? Ach, wieso? Meinst du, da passiert gleich was? Nein, eigentlich nicht. Was passiert eigentlich mit einem Enderman in der Nacht? Nix. Am Tag meine ich. Ich glaube, der teleportiert sich dann einfach wieder runter. Gibt's nicht auch diesen Ender Dragon oder wie der heißt? Da fragst du den Falschen. Ich habe eh schon total Schiss davor, wenn wir dann mal wirklich in den Dungeon gehen. Ich sehe jetzt schon kommen, dass ich irgendwie ständig tot sein werde. So. Ups. Wenn wir jeweils eins finden, ist dann halt natürlich die andere Sache, ne? Ja, also das glaube ich jetzt schon. Supi. So, gleich kann ich mit dem Bau beginnen. Und ich sehe schon kommen, das Holz wird hin und vorne nicht reichen. Wie einfach im Endeffekt immer in Minecraft. Das erste, was dir ausgeht, ist immer dein Baumaterial. Voll, ja. Und dann bist du wieder Stunden damit beschäftigt, welches zu holen. Und das hält dann genau für 10 Minuten oder so. Ja, wenn es reicht. Mein Minecraft besteht ja echt nur Farmen, bauen, 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 Farmen, bauen. Also halt der Baumodus, ne? Also Überlebensmodus. Ja. Die ganzen PvP-Geschichten und so sind auch recht lustig eigentlich. Ja, habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie Vado und dieses ganze Zeug gespielt. Ja, ich ein paar Folgen mit dem Jomaro zusammen. Der ist aber auch voll der Pro. Okay. Ja gut, das braucht man mit mir, glaube ich, nicht machen. Ich habe auch nur rumgenoobt. Nee, ich mein, Hey, da hinten. Was sind das da hinten? Schau mal. So. Oh oh, oh oh. Ah. Oh oh, oh oh.
Ein Creeper. Ich gehe jetzt ins Bett. Schisser. Ich weiß nicht, ich bin nicht so versucht drauf. Ich komme auch gleich. Na komm. Bla 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 bla. Ich finde es immer cool, wie der die Schaufel hält. Das sieht einfach aus, als wenn, ja. Keine Ahnung, als ob der gleich einen erschießen möchte damit. Ey, ja, guck mal her, ich habe da irgendwie gerade was gesehen. Außer den Creeper, der da vorne so vorsichtig hinkriept. Guck mal in meine Richtung, wo ich hingucke. Also ja. An dem Creeper vorbei, an den zwei Creepern vorbei. Siehst du das? Ja. Wollen wir hingehen? Ja, da gehen wir jetzt hin. Warte, nur noch schnell was essen. Und ich mach mal noch ein paar Materialien in die Truhen. Für den Fall, dass wir da irgendwas finden. Gute Idee. Ich lass mein ganzes Zeug da. Außer Schwert und Essen. Sand. Wieso ist meine Truhe schon wieder voll mit Scheiß? Ich nix wissen. Ich nix verstehen. Bapi die Bubi? Ich nicht sprechen Deutsch. So. Zack. Ich hab eh so das dumme Gefühl, gleich macht's hinter mir BOOM und der Creeper jagt sich in die Luft. Scheiße, es gibt ja nur eine Truhe aus. Mist. Na egal. So. So, zack. Weißt du was, ich provoziere den Creeper jetzt. Hallo Creeper, komm. Du bist mutig. Bumm, einer weniger. Ich hab keinen Schaden bekommen. Das kommt. So, und jetzt. Hallo Creeper. Tschüss Creeper. Ich hab so Knallnur. So, wir haben noch 3 Eier. Mal gucken, ob wir damit noch ein paar Hähnchen rauskriegen. Du meinst Hähni Hans? Hähni Hans. Nee. Hans? Hans? Oh, einen haben wir noch. Nee, auch nicht. Einer. So ein Schied. Noch. Ah, warte. Ich werde noch schnell einmal die Schafe füttern. Mach das mal. Damit sie sich mehren. Warte, ich werde noch den Grundstein legen. Das ist halt auch Minecraft, ne? Du willst eigentlich irgendwas anderes machen und... Findest dann wieder irgendwas anderes? Ja. Ach, und das muss man noch tun. Und dann. Dann bist du im Endeffekt mit irgendwas anderem beschäftigt, ohne dass du was mit was anderem beschäftigt bist. Aber ich bin ehrlich, ich habe mir vorhin habe ich mir ein bisschen Essen gegeben. So. Weil ich Angst hatte, dass ich gleich wieder verhungere. Da ist ein Creeper. Nein, lag ihn nicht hier hoch. Wieso? Chill mal. Go, 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 go. Yippie! Was ist das? Ein Hühnchen! Stirb! Mich interessiert eher, was das da hinten ist. Das ist das Wüstenschloss. Das sieht schon sehr geil aus. Wieso bauen wir uns da nicht einfach rein? Das ist tatsächlich eine Hütte. Ja? Geil. Schon alles fertig gebaut. Ja, krass. Vor allem, was das ist das denn für ein Material? Keine Ahnung. Alter, wie geil! Ich komm mal mit runter. What the fuck? Was war das? Bist du auch gerade explodiert? Wurde blockiert oder zerstört? Bist du auch gerade explodiert oder war ich das alleine? Das warst du alleine. Warum? Ich geh da mal nochmal alleine rein. Klau mir jetzt nicht meine ganzen Sachen. Was ist denn da gerade alles explodiert? Sehen wir gleich. Und wieso bist du schon so weit vorne wieder? Weil ich es kann. Cheater. Es ist hier einfach mal alles hochgegangen. Und vor allem unsere ganzen Sachen sind kaputt. Fuck. Was das, war das? Das finde ich jetzt gerade nicht so geil. Weil es waren halt einfach voll die Items da in den Truhen drin. Ja, das Doofe ist, wenn ich jetzt da runterspringe, kommen wir beide nie wieder raus, ne? Ja, warte.
Fuck. Ist da irgendwas Cooles drin unten noch, oder? Nee, da ist gar nichts mehr drin. Das ist ja ein Scheiß hier. Jetzt sind alle meine Sachen weg. Heul doch, meine auch. Alter, das waren 100 irgendwas Fackeln und keine Ahnung was. Schauen wir uns die Höhle an, hat er gesagt. Es wird schon nichts passieren, hat er gesagt. Was zur Hölle war das? Du kannst mich mal, hat er gesagt. Hallo. Wie krass. Wieso ist das explodiert? Weil da eine Falle war wahrscheinlich. Aber wer macht denn sowas? Das ist ja gemeingefährlich ist das. Ups. Krass. Naja, willkommen bei Let's Noob. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und oder so, ja. Bis zum nächsten Mal und ich habe keine Fackeln mehr und ich hasse dich dafür. Mich? Hm? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wenigstens habe ich noch genügend Holz, um wieder Fackeln herzustellen und genügend Kohle, um wieder Fackeln herzustellen. Und ich habe gar nichts mehr. Haben wir noch Eisen? Nein. Shit. Oh, Schwarzpulver. Ah, dafür haben wir schon ein paar Schafe, das ist doch auch gut. Shit. Ich mache jetzt erstmal wieder Fackeln. So, das Wichtigste zuerst. Was zu essen. Stimmt, und zu essen habe ich auch nichts mehr. So, Eier hatten wir hier noch, genau. Mach mal was zu essen, hey. Ja, ich werde mal ein bisschen... Ja, aber ich hab nichts mehr. Bisschen Korn holen, ne? Warte mal, ich schmeiß dir mal. Schau mal. Achso, brauche ich gar nicht. War eh genug in den Truhen. So, ich hoffe, dass jetzt ein paar Hähnchen noch... Ich habe jetzt wenigstens wieder 200 Fackeln. Gibt's ja nicht. Wieso kommen da keine Hähnchen raus? So ein Cheat. Und das ganze Holz ist auch weg. Ah. Ah. So ein Kack, echt. Das hast du gut gemacht. Ich war nicht. Du musst mir auch bei allem hinterher springen. Das war ja nicht meine Schuld. Nee, gar nicht. Nee, wieso? Willst du jetzt sagen, dass ich schuld bin, weil ich das Loch gebuddelt habe? Ja. Ich möchte dich nur dran erinnern, oh, was ist das für ein Material? Oh Mann. Na und? Haben wir noch Sticks irgendwo? Ja, ich habe noch einen. Ah, wir haben ja eh noch ziemlich viel Zeug. So, ich... Oh Gott, gibt's ja nicht echt. Oh Mann, oh Mann. Ich verbrate jetzt all mein Holz, das ich mühevoll gesammelt habe. Wir sterben zu oft. Ja. So. Den ganzen Wald zerlegt dafür. So. Komm her, ich mach Brot. Warte. Apropos Brot, genau. Ich brauch was zu essen. Ja, ja. Wo bist du? Da. Bitteschön. Dankeschön. Da mampft er gleich. Brot macht aber fast nicht satt, ne? Deswegen brauchen wir noch mehr davon hier. Ja, diene tief. So. Nein. Jetzt habe ich mich verbaut. Ups. So, sag Bescheid, wenn wir wieder aufnehmen sollen, ne? Hast du dich schon verabschiedet? Nee, also meine Folge rennt auch noch. Ja, meine auch noch. Weil du gesagt hast, sag Bescheid, wenn wir wieder aufnehmen sollen. Ja, ich dachte, du hast schon Schluss gemacht. Nee. Na gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Würde ich auch sagen. Ich meine, ich laufe jetzt hier eh bloß im Kreis und... Und ja. Bau. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder frisch und gesund. Hoffentlich. Ja. Oh Mann. Habe ich noch die Eimer? Passt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.